seid ihr noch da? Wir haben jetzt jemanden für euch, der schon damals in Stuttgart eine wichtige Rolle gespielt hat und der nur für euch heute eine Videobotschaft für euch aufgenommen hat. Bitte, Video ab. Bürger, liebe Demokraten, das ist ja eigentlich verboten worden. Wir sind Mann von Berlin, hat ja, ich zitiere das mal gesagt, ich bin nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, wie mein Reich, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird. Wie gesagt, so der Innensenator, und der hat ja diese Veranstaltung heute am 26.08. explizit verboten und hat auch gesagt, dass er bereit wäre, die Polizei anzuweisen, mit voller Härte gegen euch, die Bürger da draußen vorzugehen. Ist er denn trotzdem? Und das ist. So ist man von mir ausdrücklich gelobt. Ich bin auch unter euch, nicht auf die Bühne, sondern ich bin unter euch. Und ich bin deswegen unter euch, weil ich möchte meinen Kindern und den Enkelkindern später sagen können, ich habe alles versucht, um die Situation, in der wir uns befinden, abzuwenden. Wir leben langsam in einer Situation, die totalitär ist. Denn es ist der permanente Ausnahmezustand gekehrt worden. Und zwar willkürlich. Man hat euch, als ihr am 1.8. in der Stadt wart, später von der Politik, aber auch von der Presse, als lauter Spinner-Corona-Leugner bezeichnet. Man hat gesagt, ihr wärt nur 20.000 gewesen. Wir alle wissen, das ist nicht der Fall. Aber da habt ihr ein richtiges Gespür dafür, dieser Ausnahmezustand, der erklärt würde, den man auch braucht, um all das, was wir heute erleben, durchzuziehen, nämlich Grundrechte, dauerhaft zu kassieren. Das ist die neue Normalität, kein Gesicht mehr zu zeigen, Hoax, gegen eine total entfremdete Gesellschaft, dass wir nicht mehr gezeigt werden darf. Das ist das neue Normal, bis der Impfstoff kommt. Aber vielleicht ist der gar nicht sicher, nur was Neues. Ich sage nein. Und ihr sagt auch nein. Und ich war jetzt letzte Woche im Parlament, habe ich mal im Europäischen Haushalt gesehen. Und das war das ganz anders. Ja, also in Slowenien, in Italien, in der Schweiz, in Österreich geht man wesentlich legerer mit all dem um. Und dort sterben die Menschen auch, die wenig liegen. Also wir können erkennen, dass hier etwas durchgezogen wird, was mit Corona schon lange nichts mehr zu tun hat. Und da ist es richtig, auf die Straße zu gehen, aufzustehen und nicht zurückzukommen in diese neue Normalität, sondern diese Regierung einfach den Laufpass zu geben. Es wird Zeit für eine demokratische Regierung. Hier erschienen seid, obwohl man euch ja gedroht hat, man würde gegen euch vorgehen, obwohl man euch das verboten hat. Aber man hat es in dieser Stadt in Berlin auch vor 89 den Menschen verboten, sich zu versammeln und gegen die Regierung zu demonstrieren. Das waren auch alles Spinner. Und dadurch, dass die Menschen das nicht getan haben, haben wir heute ein vereintes Berlin und haben heute ein vereintes Deutschland. Ihr habt aus der Geschichte gelernt. Ihr seid eben nicht wie die Großeltern, sondern ihr geht auf die Straße und riskiert was. Und ihr riskiert vor allem etwas für die Zukunft eurer Kinder. Ihr zeigt nämlich Gesicht. Niemand von euch ist ein Corona-Leugner. Niemand. Ihr alle wisst, dass es das gibt, aber ihr haltet die Maßnahmen für vollkommen überzogen und ihr haltet sie vor allem für Demokratie gefährdet. Und wenn eine Regierung sagt, dass sie euch nicht mehr versammeln dürft, weil sie das Leben höher wertet, hat sie irgendwas mit Demokratie nicht verstanden und vor allem tritt sie auch unser Grundgesetz mit Füßen. Da wird es Zeit, dass wir alle auf die Straße gehen. Es ist schön, dass ihr da seid. Ihr seid gekommen, um zu bleiben. Bleibt. Erhebt eure Stimme. Ihr tut das Richtige. Ich bin das Einzige. Ich bin wirklich sehr stolz auf euch Deutsche. Französisch, Englisch, Deutsch und noch eine Sprache, die mir nicht einfällt. Italienisch.
Ihr wisst genau, wer es ist. Der Weltmeister Thomas Bertholdt. So, ihr Lieben, erstmal vielen Dank, dass ihr in Eigenverantwortung aus den Ordnungskräften und Veranstaltern reich macht, dass ihr euch an diese Abstandsregeln haltet. Dazu erstmal vielen Dank. Ich stehe jetzt hier unten, weil ich drei Initiativen vorstellen möchte. Einmal die Klagepaten für die Mutigmache und noch einmal schon die Health Defense. Da kommen Vertreter jetzt hier oben, die erzählen zu den Initiativen was. Erstmal vielen Dank und bis später. Hallo Berlin, ich habe einen Text verfasst, wie es mir in der Schule geht. Dass ich als Kind hier reden werde, war ein Traum, der für mich meilenweit entfernt war. Und jetzt kommen wir mal zum Thema. Wie geht es? Wie geht es mir und meiner Generation? Weil manchmal kommt es mir so vor, als wären mehr Leute an Corona verdummt als krank. Meine Freunde träumen davon, wieder normal in die Schule zu können, ohne Angst, ohne Maske.
IT-Profis und Pädagogen. Und unsere Mission ist es, euch zu ermutigen und euch zu ermächtigen, euer Recht in eure Hand zu nehmen. Auf unserer Webseite findet ihr Apps, Webanwendungen, Schriftstücke, Musterschreiben und vorbereitete Klagen, mit denen ihr ganz einfach mit einigen wenigen Klicks euer Recht in eure Hände nehmen könnt und einstehen könnt für das, was ihr wollt. In den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen, glaube ich, haben viele tausend Eltern das getan und sich gewehrt. Und die Maskenpflicht an den Schulen in Nordrhein-Westfalen wurde zurückgedreht im Unterricht. Ich bin eine Klagepatin. Ich bin Mutter. Und ich bin Geburtsbegleiterin. Die Gesundheit unserer Kinder beginnt mit der Schwangerschaft und beginnt mit der Geburt. Und gegenwärtig werden Mütter auf der ganzen Welt gezwungen, mit einer Maske zu gebären. Das ist Körperverletzung und das ist eine Gefahr für Leib und Leben, für Mutter und Kind. Ich rufe hiermit alle Männer auf. Setzt euch ein für eure Familie. Setzt euch ein für die Zukunft eurer Kinder. Ich freue mich, dass wir seit ein paar Tagen ein Informationsschreiben auf unserer Webseite haben für werdende Eltern und eine Haftungserklärung zum Runterladen, sodass die Kliniken, die euch zwingen wollen, die Maske während der Geburt zu tragen, die Haftung übernehmen für alle Schäden, psychisch und körperlich. Und an dieser Stelle möchte ich alle Hebammen und alle Geburtshelfer, alle Gynäkologen aufrufen, macht das nicht mehr mit. Wehrt euch gegen diese unsinnigen und gefährlichen Anordnungen. Und wenn ihr Hilfe braucht, wendet euch an Organisationen wie Motherhood und die Mutigmacher. Danke, dass ihr hier seid in dieser riesengroßen Anzahl. Mein Name ist Ali. Zusammen mit sechs weiteren mutigen Menschen haben wir vor einiger Zeit, das ist gar nicht lange her, den Verein Mutigmacher gegründet. Mutigmacher.org ist die Website. Und ja, wir haben festgestellt, schon noch längere Zeit, dass die Themen Wahrheit und Wahrhaftigkeit doch ja, sehr in den Hintergrund gerückt sind, sowohl bei der Politik als auch bei Behörden und in den Medien, in den Massenmedien leider sowieso. Das wollen wir nicht länger akzeptieren und wir suchen die Menschen, die genau dort arbeiten, in den Medien, in der Politik, in den Behörden, auch in Unternehmen und
die wissen, was wirklich abläuft, aber sich bisher nicht getraut haben, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie natürlich genau wissen, was passiert, wenn ich das mache. Ich verliere meinen Arbeitsplatz, ich verliere vielleicht sozialen Status und viele andere Themen, die da auf mich zukommen. Und genau an der Stelle wollen wir von Mutigmachern ansetzen und diese Menschen ermutigen. Wir haben ein tolles, breites Unterstützernetzwerk. Wir können rechtlich beraten, wir können psychologisch beraten, wir können finanziell unterstützen, wir können bei der Jobsuche behilflich sein und. Dass die Leute wissen, wenn sie diesen Schritt tun, wenn sie ihrem Gewissen folgen, sind Millionen von Menschen da, die unterstützen, weil einfach Wahrheit und Wahrhaftigkeit wieder zurück in die Gesellschaft kommt. Sind auch Mitarbeiter von Behörden, sind vielleicht auch Politiker. Und wenn ihr sagt, ja, ich will endlich meinem Gewissen folgen, meldet euch. Wir sind da von euch mit ganz vielen Unterstützern, mit einer riesengroßen Community. Ihr werdet ganz, ganz sicher es niemals bereuen. Ihr werdet aufgefangen werden. Es wird deutlich schöner sein, als das Leben mit einem schlechten Gewissen die ganze Zeit. Also meldet euch. Wir sind da. Wir fangen euch auf. Ganz, ganz herzlichen Dank. Watching you today and who are also here. I know they are from Poland, they are from Slovenia, they are from France, from Italy, from everywhere in Europe. We are today here together to give the world a powerful message. Humanity can no longer be ruled by a model based on threat and fear and control. Right here, right now, we can and must refuse this. We can change the narrative. We can create our new normal today. History has given the German people the capacity and the responsibility to distinguish right from wrong. And today, it is your time to show us the right way and to lead this movement of peace and freedom in Europe and in the world. So, a big cheer for Mr. Kennedy for his organization.
Children's Health Defense and Children's Health Defense Europe. And here is my colleague, Mary Holland from Children's Health Defense USA, a great professor in human rights law. Gibt es noch mal eine sehr gute Frage? Ja, aus der Kraft.